Ja, hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Boris vom Wildenburger Land, unserem Pudelpointer-Rüden, und meiner Wenigkeit Ueli Bertschi. Und zwar heute wieder mal Leinenführigkeit. Und zwar drei und wirklich nur drei Punkte, wieso auf, oder auf was, dass man achten muss in der Leinenführigkeit. Klingt sehr einfach, gibt aber dann noch ein bisschen so Untertitel auch noch. Ja, und das möchte ich euch hier in diesem Video aufzeigen, dass der Hund einem folgen soll, also untergeordnet ist im Spaziergang, die Leine als Hilfsmittel, als Werkzeug dienen soll und dass man das nicht mit einer Sporthunde-Unterordnung oder Leinenführigkeit verwechseln darf, sondern das ist am Spaziergang. Spaziergang hat, entweder ist der Hund frei an der Schleppleine oder er läuft so, wie ich das gezeigt habe, an der Leine. Und was anderes gibt es in meinen Augen nicht. Also logischerweise frei bei Fuß, frei laufen oder an der Schleppleine. Oder er hat Aufträge, er sucht was, man macht Such- oder Kopfarbeiten und, und. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Übrigens, wenn euch solche Filmchen gefallen, nicht vergessen ein Abo. Die, die schon eines haben bei uns, vielen, vielen Dank. So verpasst ihr kein Filmchen mehr. Wir probieren das alles so einzuordnen und das findet ihr dann am einfachsten, wenn ihr bei uns in die Playlist geht, dann habt ihr eigentlich die größte Chance, das, was euch entspricht, das Filmchen zu finden oder zu dem Thema ein Filmchen zu finden. Kommentare freuen uns riesig. Vielen Dank auch für die lieben, netten Kommentare, die ihr da einbaut unter unseren Filmchen. Und wir bemühen uns natürlich auch zu antworten, auch wenn das manchmal nicht gerade so unverzüglich ist oder eben auch über so ein Thema von euren Fragen wieder ein Filmchen zu machen. Also. Und danke auch für die Mails. Genau. Vielen Dank für die Mails, vielen Dank für die WhatsApp und eben vielen Dank für die Kommentare unten an den Filmchen natürlich. Viel Spaß. Also, ich bin der Meinung, dass die Körperhaltung von uns das A und O ist. Also, wie wir der königlichen Hoheit auf dem silbernen Tableau den Tee servieren möchten, königliche Hoheit, darf ich Ihnen den Tee servieren, so führen wir den Hund. Und zwar hat das den Grund, dass wir so ein bisschen im menschlichen Gesicht, aus den menschlichen Gesichtspunkten, ist das arrogant. Aus hundischen Gesichtspunkten ist das so der Macho-Rüde, der läuft so. So sind die Frauen schon da. Und der hat es auch nicht nötig, so in die Dienerhaltung, also was man häufig sieht, so die Schultern vorne zusammengerückt, fast ein bisschen ein rundes Kreuz. Nein, einfach wirklich ein bisschen übertrieben, so dass man spürt, dass die Rippen oder der Brustkorb angehoben ist. Und so merkt der Hund auch, dass man wirklich ein Führer ist. Die Leine soll nur ein Werkzeug sein, wenn es dann kritisch wird, dass man halt irgendwo ein Signal vermitteln muss. Ja, und so hat man eigentlich halt auch die Hände frei, später einmal mit der Umhängeleine, dass man dann sogar jagdlich, hat man schon fast wieder dieselbe Körperhaltung, könnte pirschen oder eben schnell laufen, langsam laufen oder sogar rennen. Und ihr seht vielleicht, dass jetzt geht noch gar nicht zum Goodies. Der Hund
muss sich unterordnen. Und das ist, glaube ich, wow, super. Geht nicht um Gutes und schon kriegt er eines. Oh, super, super. Also, das sind so die drei Punkte. Meine Körperhaltung, das Fügen vom Hund, also den Hund in die Unterordnung kriegen, man kann da viel Druck machen von vorne oder in Linkswendungen. Mit der flachen Hand kriegt man da ganz viel hin. Man sieht, der Hund weicht aus. Er darf mir folgen. Ich mache passiven Druck, ich mache aktiven Druck, passiven Druck und biete ihm das Fuß an. So. Und man sieht auch, er ist eher ein bisschen hinter mir und läuft unglaublich schön in der Unterordnung. Nicht ein sportliches, prüfungsmäßiges Fußlaufen, das will ich auch nicht, aber ich will so entspannt spazieren gehen. Das ist mein Ziel. Und zwar nicht 5% vom Spaziergang, nicht 10% vom Spaziergang, sondern 100% vom Spaziergang. Wenn er an der Leine ist, an der Führerleine, dann führe ich auch. Nicht er mich, sondern ich ihn. Das ist die Idee. Und das geht so am einfachsten. Also, Unterordnung. Ich ordne mich über mit meiner Körperhaltung. Er unterordnet sich. Man sieht das ganz gut. So ein bisschen angelegte Ohren, die Schwanzhaltung eher tief. Ist ein bisschen zurück von mir und läuft wie eine alte Kuh. Das ist Unterordnung. Dann wird er oder lässt er sich führen. So, also ich laufe und das Ziel sollte natürlich sein, dass ich die Leine so in der Hand halten kann. Du bist so nett. Und man darf den Hund loben, wenn er so kooperativ ist. Man kann das auch überprüfen, indem dass man dem Hund wegläuft. Wenn er wie ein Magnet mitkommt, dann weiß man ganz genau, dass er sich führen lässt. So. Tipptopp. Also, jetzt haben wir schon eigentlich alles besprochen, was wichtig ist in der Leinenführigkeit. Ich ordne mich über, er unterordnet sich. Der Hund darf nie, solange dass er an der Führerleine und an der Halsung ist, darf er sich nie überordnen, also nie Chef spielen, indem dass er in der Leine zieht, wegläuft. Das ist falsche Sicherheit. Wenn ich so den Hund halten muss, da ist das falsche Sicherheit. Das hat nichts mit Leinenführigkeit zu tun. Das hat eher damit zu tun, dass der Hund mich führt. Die Leine soll Werkzeug sein zum Handling, so dass ich vielleicht sagen kann, komm, oder so ein bisschen, oh, jetzt ist noch ein Holzstück abgestürzt, weil es so windet, wow, dass ich da ein bisschen handeln kann. Und ich mache natürlich mit meiner Körperhaltung ganz, ganz viel. Überordnung, Unterordnung. Handling, indem dass ich weiß, was ich tue, wenn er sich plötzlich nicht mehr so benehmen tut wie jetzt Boris, dass ich da aktiven Druck machen kann. So, also in der Hundesprache ist das eine Tu-das-nicht-Regel. Du darfst nicht in die Leine zerren. Oder du darfst nicht das Hundeteam, das entgegenkommt, anbellen. Also so. Das ist aktiver Druck, passiver Druck. Anbieten, so jetzt, wenn du dich wieder benimmst, kannst du wieder in der Leine mitlaufen. Oder eben halt auch mal ein Signal an der Leine, wenn er zu weit vorne ist, die Wendung, haben wir auch schon ein Filmchen gemacht darüber, oder die Linkswendung mit dem linken Bein beginnend, so die Hand, wie ich ihm eine knallen möchte. So, dann kann, und das linke Bein winkel ich an, so dass er immer reagieren muss. Der Hund reagiert, ich agiere, ich sage, was lang geht, der Hund folgt mir.
Wow, super. So, ich brauche tipptopp. Wenn ich das nicht mehr schaffe, nehme ich ihn lieber ans Geschirr. Und dann soll er halt ein bisschen zerren und ziehen. Aber an der Leine, an der Halsung gibt es das nicht. Es gibt es einfach nicht. Sonst wird es nie besser. Wenn das funktionieren würde, dass ich 20% den Hund Chef spielen könnte und 80% der Hunde an der Leine zerren dürfte, dann würde man das nicht ein Hundeleben lang so machen. Dann wäre es nämlich irgendeinmal gegessen und gelöst. Also, aus meinem Gesichtspunkt, das ist die einzige Lösung und es ist einfach schön und entspannend, wenn man so laufen kann. Oh, das ist gut. So. Die freundliche Rechtswendung ist fast an Ort, dass der Hund wirklich mitkommt. Die böse Korrekturwendung ist schnell, so dass ich auch noch einen Zupf verabreichen kann. Also, die drei Dinge. Unterordnung, Handling, von Druck machen, entspannen, anbieten, wie führe ich die Leine und das dritte, es ist keine sportliche Unterordnung. Also ich laufe da nicht einen halben Tag mit dem Goodie herum und gucke da auf die richtige Haltung, wie auf dem Sporthundeplatz, weil das ist nicht nachhaltig. Das bringt im Alltag vermutlich nichts, sondern laufen, loben, yeah, super tipptopp, belohnen für das richtige Verhalten. So. Gabi, haben wir noch was vergessen? Ich glaube, das ist alles. Für den Moment. Für den Moment. Für den Moment. Es kommt uns bestimmt doch was in den Sinn. Ja, das glaube ich auch. Hey, viel Spaß, vielen Dank fürs Zugucken. Freut uns riesig, wirklich ehrlich riesig. Wir wünschen euch alles Gute. Macht's gut. Vielen Dank, Gabi, als Kamerafrau. Vielen Dank, Boris, fürs Mitmachen. Du hast schon einen anderen Plan. Bleibt gesund und immer schön negativ. Bis bald. Macht's gut. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Oh, schau mal. So, ich bin. Oh.